Hallo liebe Freunde, es geht weiter mit der Alien Cube und dieses Kapitel heißt Die Wahrheit. Oh, es hängt leicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was für eine Wahrheit hier rauskommt. Ob das der letzte Teil ist, werden wir sehen. Die Wahrheit. Die Wahrheit über meinen Onkel oder die Wahrheit über mich oder... Warte mal, ich war hier? Was ist denn das jetzt schon wieder? War hier. So. Aber ich war mir sicher, im letzten Teil waren diese Mönche oder diese Glaubensbrüder überall und haben sogar gebetet. Jetzt höre ich aber nichts mehr. Die Frage ist jetzt, wie komme ich jetzt hier weiter? Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Das Ritual ist vollendet, aber der Übergang war schwerer, als wir dachten. Abgesehen davon sind wir endlich hier in der äußeren Welt. Viele von uns haben nicht überlebt. Andere drehen durch. Dieser Ort ist mit unserem schwachen Verstand nicht zu begreifen. Mein Verstand ist kaum klar genug, diese Zeiten zu schreiben, zeilen. Wir haben uns hier auch vorbereitet, aber es war nicht genug. Verdammt, mein Kopf. Ich fühle mich, als würde ich zugleich in einer verzerrten Form zwischen Realität und dem, was in meinen Gedanken ist, leben. Was sehe ich wirklich? Ich kann nicht zwischen meinen Gedanken und dem, was meine Augen sehen, unterscheiden. Alles hier ist unbeschreiblich. Wir müssen versuchen, weiterzugehen. Die heiligen Alten erwarten uns. Ja, ich sehe auch hier immer so zwischen Realität und, was weiß ich, so eine Dimension, keine Ahnung. Natürlich wieder stockdunkel hier. Kein Licht, keine Waffen. Ich mache mein Headset ein bisschen leiser, weil sonst erschrecke ich mich wieder so arg. Zu arig, zu arg. So. Alter. Mit Spitzen. Hier auch. Gesehen. Was macht das hier? Wer ist derjenige, der hier fotografiert wurde? War das ein Selfie-Stick oder was? Untersuchen. Was untersuchen? Das hier. Was ist das da am Horizont? Gar nicht. Alter. Und jetzt? Nach oben schnell. Alter. Da diese Gottheit oder dieser Dämon oder was immer das ist, ein Wasserwesen ist. Und ich auch hier schon mehrere Monster gesehen habe im Wasser. Traue ich der ganzen Sache hier gar nicht. Sauerstoffanzeige hier, deswegen. Ich gehe mal hier hoch. Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck zu trinken.
eins der besten Wassersorten, die es hier in Deutschland überhaupt gibt. Black Forest. Oh oh. War ich das? Mann! Schnell hoch, Alter. Schnell hoch! Boah! Ja, was soll ich anderes machen? Ich kann hier nicht kämpfen, Alter. Ich muss hier rein. So ein Mist. Komm ich denn auf die andere Seite? Scheint doch nicht so tief zu sein hier. So. Was ist das? Ist das von einem Schiff oder so? Krass, das ist ein Schiff, ein altes. Wasser. Ich habe keinen Bock, da irgendwie in die Tiefe gesaugt zu werden oder keine Ahnung. Da hat doch gerade jemand gerufen, oder? Oder geschrien? Ab hoch mit dir. Ah, das geht nicht, Alter. Ich komme hier nicht hoch. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Oh Gott, es fühlt sich an, als würde mein Kopf explodieren. Wenn wir doch nur den Weg ausmachen könnten. Wir müssen zusammenbleiben und diese Phase bewältigen, oder wir laufen Gefahr, hier für immer festzusitzen, gefangen in unserem eigenen Gedanken. Aber ich bin mir sicher, ich schaffe das. Ich hatte eine deutliche Vision meiner Zukunft. Ich sah meine Vereinigung mit den Heiligen Alten, die Transformation. Ich kann es kaum erwarten. Die Heiligen Alten sind nahe und sie rufen uns. Ich kann es spüren. Ja, toll. Es wird wahrscheinlich der Dämon sein, der die ganze Zeit diese Leute ruft. Ist klar, hier ist Strom, ja. Das ist doch das Hotel, Alter. This is not possible. Das ist doch das, dort, wo die Wohnung von meinem Onkel ist. Was ist denn jetzt los, Alter? Ich bin verwirrt, Leute. So, jetzt sind wir wieder zurück. Was sind das für Visionen? Was haben sie zu bedeuten? Ja, keine Ahnung, Alter. Mindfucking, Alter. Verstand ficken. Jemand fickt meinen Verstand. Geh ich mal in die Wohnung von meinem Onkel, Edgar. Schlafzimmer. Ja, bin ich das auf einem Bett oder was?
Vielleicht haben sie mir auch irgendwelche Drogen gegeben. Keine Ahnung, dass ich mir das alles hier einbilde. Ich gehe mal ganz hinten hin. Benutze die Tür. Na, geht ja nicht. Der Zwerg, der liegt immer noch da rum, ey. Okay. Da geht's auch nicht weiter. Geh ich mal in die Wohnung. Die Luke ist weg. Die Dachluke. What the fuck? Alter Schwede. Nicht, dass ich jetzt runterfalle, Alter. Ich höre hier nur Stimmen. Da ist immer noch jemand im Wasser drin. Keine Ahnung, ey. Aber ich komme hier nicht weiter. Die Frage ist jetzt, also der Aufzug funktioniert nicht. Dann... Ich gucke hier nochmal. Das gleiche Schlafzimmer. So, jetzt
Nee, da kam ich her, das ist die Höhle mit den, I died here. Aha, super. Hier war die Höhle mit den Schiffen und so. Warum denke ich gerade an Captain Jack Sparrow, wenn ich mir da, wenn ich an die Schiffe denke? Ich glaube, ich werde später mal mir wieder den ersten Teil reinziehen. Anarchie. Ah, der Aufzug zur Hölle ist auf, Alter. Da gehe ich mal rein. Bin ich mal gespannt, wo es hingeht, ey. Komm. Einbildet oder ob das die Realität im Spiel ist. Alter, sind da Spitzen! Boah! Wenn ich da runterfalle, Alter. Bitte nicht einstürzen. Das wäre brutal, Alter. Das wäre brutal. Aber kann auch sein, dass eins einkracht. Das muss ich mir dann merken. So. Sein, Alter. Okay. Glück gehabt. Tagebuch eines Mitglieds der Ordnung. Abgesehen von einigen Schwierigkeiten haben wir es geschafft, weiterzukommen. Es ist nicht mehr so leicht, sich aufeinander zu verlassen, da unsere Gedanken von vergangenen und zukünftigen Erfahrungen getrübt wurden, welche irgendwie immer wieder vor unseren Augen aufblitzen. Es ist, als würde man die Vergangenheit und Zukunft zugleich sehen. Ja, so wie bei mir. Also so kommt mir das auch vor. Es ist unglaublich. Wir wussten, dass sich die Zeit hier völlig abnormal verhalten würde, aber es scheint fast, als würden hier alle Zeiträume gleichzeitig nebeneinander existieren. Nur ein überragender Verstand kann mit all dem umgehen. Die wahre Form der äußeren Welt ist direkt um uns herum. Wir müssen nur herausfinden, wie wir sie wirklich wahrnehmen können. Das ist der einzige Weg, die Orte zu erreichen, an denen die heiligen Alpen leben. Ich frage mich, wer das überhaupt ist. Wir haben alle eine seltsame Gegenwart um uns herum gespürt. Es schien aber keine der alten Weisen gewesen zu sein. Wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen nicht, welche Kreaturen hier noch in dieser Dimension neben unseren Göttern hausen. Ja, das frage ich mich auch. Wieder gejagt, da bin ich. Die Tür ist zu. Ich hab das vor, als wäre das alles so eine Prüfung. Richtung Feuer. Was könnte das sein, Alter? Weiter jetzt.
Straßenlaternen. Okay. System, keine Ahnung. Was ist das da oben überhaupt? Sehe ich da einen Schädel? Castle Grayskull oder was? Bin ich in Eternia? Ne, Grayskull kann es ja nicht sein. Snake Mountain. Ja, Skeletor. Seine. Das Wesen gesehen, Alter, brutal. Ich bin tot. Boah, doch nicht tot, Alter. Boah. Nochmal den Shit mitmachen, ey. Boah. Krass. Dieser Ort, ich kenne ihn. War ich hier schon? Ach ja, Leute. Wisst ihr, was das für ein Ort ist? Ich wurde doch hier von dem Wesen, das war, glaube ich, die erste Begegnung mit dem Wesen in dieser komischen Dimension. Wo diese... Überall diese... Leichen und Sklaven waren oder so, keine Ahnung. Hier war ein Loch und da habe ich mich versteckt. Das ist jetzt leider zu, ey. Verdammt. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal verfolgt werde, weiß ich nicht, wo ich mich verstecken könnte. Das war auch auf. Da hinten die Tür, genau. Fehlt Schlüssel. Ah, na toll, Alter. Warum bin ich wieder hier? Keine Lust. Genau, hier ist es diese... Oh, was hat er jetzt notiert? War das das? Reinzuschreiben. Einrichtung. Ne, das war es nicht. Was hat er sich jetzt notiert, frage ich mich. Geht auch nicht auf. Also er hatte die Vision und jetzt sind wir wirklich da, oder was? Oh ne. Echte Ätzen ohne Waffen hier klarkommen zu müssen. Mal da runter könnte ich noch, aber das werden wir dann. Ne, ich geh jetzt erstmal das hier abchecken. Genau, hier ist diese komische Maschine. Scheint aber alles kaputt zu sein. Also irgendwas
scheint hier alles zerstört zu haben. Ah, ich kann sogar hier hoch. Kann ich mich hier dann... Ne, verstecken nicht, aber vielleicht... Bin ich da geschützt. Umzugehen und darin zu unterscheiden, was unsere Augen wirklich sehen. Wir haben einen riesigen Bau erreicht, wie es scheint, von den Wächtern beaufsichtigt wird, unter dem Befehl der Heiligen Alten. Das hier muss der Ort sein, an dem all die Leute aus unserer Welt gebracht werden und festgehalten werden und auf ihr endgültiges Urteil warten, also die Hölle. Oder so eine Vorstufe. Nur diejenigen, in dessen Adern das Blut der Heiligen Alten fließt, werden für die letzten Transformationen auserwählt. Nur so ist es uns möglich, Teil von ihnen zu werden. Wir werden unser Leben dem Erreichen des Ziels gewidmet. Wir werden auserwählt werden und unsere Körper werden sich mit den Heiligen Alten vereinigen. Wir werden eins mit ihnen werden. Wir müssen sie nur erreichen und uns zeigen, sie werden das Blut, das sie... das in unseren Adern fließt, erkennen. Oh Mann. Ich werde durch diese Musik und so bin ich irgendwie ganz durcheinander. Kann immer richtig gescheit lesen, Alter. Mein Gott, das sind Menschen, ja. This is me! No! It's not possible! No! No! Also ich befinde mich in der Röhre. Deswegen dieses... Oh.
Dieses Verschwommene, oder? Geheimnisse gefunden, 0 von 8, ja, keine Ahnung. Ich habe nichts gefunden. Gut, Leute, ein weiteres Spiel beendet. Das heißt, ein nächstes Spiel wird ausgesucht. Mal schauen, was ich da spiele. Es muss ja nicht immer das Neueste sein. Ich habe auch viele alte Spiele, die gut sind. Ich muss mal schauen. Tainted Grail ist jetzt abgeschlossen. Vorerst. Das Spiel ist fertig. Ich guck mal, was ich noch so habe auf der Festplatte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.